Hey Leute, wir wollten euch ein Update-Video geben. Ist einiges passiert seit dem letzten Video. Zum Beispiel steht jetzt ein Absprungdatum fest. Das ist der 24.02.24. Es läuft auch schon Countdown rückwärts. Wer uns auf Facebook, WhatsApp oder Instagram folgt, weiß das vielleicht auch schon. Ne? Wie viele Tage sind es noch? Heute, wenn das Video Sonntag rauskommt, sind es noch 34 Tage. Okay, dann sind es noch 34 Tage, bis wir starten. Der Plan im Großen und Ganzen hat sich auch um einiges geändert und ich würde sagen, die Reiseleitung erzählt euch mal, wo es jetzt lang gehen soll und was dann passiert. So, genau. Bei uns hat sich einiges geändert und zwar wollen wir den Jakobsweg laufen und werden von der Haustür aus starten und erstmal bis nach Borkengehmen laufen und uns dort unseren ersten Stempel abholen, weil da startet für uns der Jakobsweg. Und von da aus laufen wir dann einmal noch ein Stück Deutschland, werden dann durch die Niederlande laufen, teilen, dann einmal quer durch Belgien, in Frankreich rein, komplett durch Frankreich. Wir werden auch Paris mitnehmen, weil Bernd hat den Eiffelturm noch nie gesehen, obwohl wir schon mal durch Paris gelaufen sind. War nicht zu sehen. Oder wollen wir jetzt nachholen. Und dann werden wir wieder in Saint-Jean-Pied-de-Port den französischen Jakobsweg beginnen, der dann einmal durch Spanien läuft und bei Santiago de Compostela endet, beziehungsweise bis nach Finisterre. Das ist das Ende der Welt, so haben das früher die Seefahrer genannt. Und wenn wir das geschafft haben und wir immer noch Bock am Laufen haben, dann wollen wir den portugiesischen Jakobsweg entgegengesetzt laufen. Das heißt, wir würden dann von Finisterre zurück nach Santiago de Compostela laufen und von dort aus dann bis nach Lissabon entlang der Küste laufen. Und von Lissabon aus geht es dann weiter über andere Wanderwege, so wie den Fischerweg, bis runter an der Agave vorbei und dann wieder zurück nach Spanien bis zur Meerenge Gibraltar. Und von da aus wollen wir dann gucken, ob wir mit einer Fähre nach Afrika übersetzen können, damit wir sagen können, wir sind bis nach Afrika gelaufen. Wir blenden euch den Weg auch noch ein und ja, dann wisst ihr genau Bescheid, wo es lang geht. Afrika? 4.700 ein paar zerquetschte. Okay. So ihr Lieben, und wenn wir diesen Plan dann wirklich umgesetzt haben und die ganze Strecke gelaufen sind, circa 4.700 Kilometer, dann ist der weitere Plan, an der Meerenge weiter auf ein Segelboot anzuheuern und in die Kanaren zu fahren, nach Gibraltar. Da gibt es nämlich dann eine Regatta, die in die Karibik fährt. Da würden wir dann gerne mitfahren. Und wenn wir in der Karibik sind, noch so ein bisschen da rumschiffern, wenn die Zeit es noch zulässt. Und dann ist der Plan 2025 den PCT laufen. Das war vorher 24, ist jetzt alles ein bisschen verschoben worden, weil sich Pläne ändern können. Dann laufen wir den PCT, also von Mexiko nach Kanada, ein halbes Jahr lang. An 1000 Seen vorbei, 16 Mal den Mount Everest rauf und runter, soweit ich das weiß, von den Höhenmeter her. Und wenn wir das dann auch noch geschafft haben, dann wollen wir gerne die Panamerikaner fahren. Entweder von Alaska nach Feuerland oder von Feuerland nach Alaska. Das müssen wir dann noch entscheiden. Aber bis dahin ist sowieso noch eine ganze Menge Zeit. Pläne können sich ändern und wir wollen auch nicht zu festgefahren wirken in unserer Reise. Und ja, ihr wisst schon mal Bescheid, wo der Weg so ungefähr hingehen soll. Wir werden uns freuen, wenn ihr uns begleitet und sagen für heute erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Über ein Abo von euch würden wir uns sehr freuen. Lasst auch gerne ein Like da. Wenn ihr keins unserer Videos mehr verpassen wollt, dann aktiviert auf jeden Fall auch eben die Glocke. Und wenn dann noch Zeit ist, würden wir uns über einen Kommentar unter dem Video sehr freuen.